Star-Violinist Vahid Kademisak erhielt 2014 einen Anerkennungspreis. Ein Anlass zur Freude und Inspiration gleichermaßen. In der Musik haben wir auf der einen Seite den Hauptpreis, und das ist der Applaus des Publikums. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich genauso wesentlich und wichtig, dass man als Künstler jene Anerkennung bekommt, die man durch die Jahre und jahrzehntelange Arbeit, die ja unsichtbar bleibt, also das wirklich Üben und das handwerkliche Erforschen der Kunst, dass dies auch belohnt wird und in dem Fall durch Kulturpreise auch vor den Vorhang gebracht wird. Verena Zeiner ist die erste Anerkennungspreisträgerin. Ihre fragile, aber auch bestimmende Art des Improvisierens untermauert ihren persönlichen Ausdruck. Zudem hat sich die Musikerin und Pädagogin mit einem Musikvermittlungsprogramm dem jungen Publikum und dessen Bedürfnissen gewidmet. Johanna Doderer erhält den zweiten Anerkennungspreis. Die freischaffende Komponistin ist seit über 20 Jahren im internationalen Konzertbetrieb tätig. Sie hat Werke für Kammermusik und Orchester geschrieben. Der Schwerpunkt ihres Schaffens gilt jedoch dem Musiktheater. Hans-Joachim Rödelius gilt als Pionier der elektronischen Musik. Er hat die Kulturlandschaft Niederösterreichs mit immensem Engagement und beeindruckenden Innovationen geprägt. Der Würdigungspreis ist mehr als verdient.